Reisende. Falls die James Bond oder Batman Kostüme im kommenden Fasching vergriffen sein sollten, brandaktuell würde sich auch ein Rocky Horror Outfit anbieten. Die Show kommt nämlich ab 27. November in einer Neufassung auf die Bühne, und zwar im Wiener Museumsquartier. Dass das Musical schon seit 35 Jahren gespielt wird, tut dem Kult keinen Abbruch. Ganz im Gegenteil, 20 Millionen Zuschauer haben die schrille Transvestitenshow gesehen und haben über die Jahre einen bizarren Mitmachkult geschaffen. In bestimmten Szenen wird mitgesungen, mit Wasserpistolen gespritzt oder sogar mit Reis und Klopapier geworfen. Rocky Horror-Erfinder Richard O'Brien will in der neuen Show allerdings wieder die Schauspieler ins Zentrum rücken. Rocky Horror Picture Show is wonderfully weird. It's fabulously freaky. It's a trip to transsexual Transylvania. The Rocky Horror Picture Show. Das Show bleibt, wie vorher, shocking. Das von den B-Horror-Movies der 50er Jahre inspirierte bizarre Science-Fiction-Musical rund um sexuelle Selbstverwirklichung sorgte in den 70ern erst auf der Bühne in London und anschließend weltweit durch die Verfilmung für Furore. Das sexy Hänsel- und Gretel-Märchen oder die Vertreibung aus dem Paradies mit Kultstatus wurde stets gefeiert, ja geradezu rituell zelebriert. Jetzt bringt Autor Richard O'Brien eine auf das Wesentliche reduzierte Neufassung auf die Bühne. Die Neuinszenierung macht es den Schauspielern leichter. Sie müssen sich dem Publikum nicht anbieten. Sie müssen es nur am Spaß teilhaben lassen. I think you better both come inside. You're too kind. You're too kind. 14 Darsteller und ein Kreativteam, allesamt jünger als die Rocky Horror Show, wollen ihre eigene Vorstellung geben. Sie finden ihre persönliche Wahrheit mit ihrem Witz und ihrer Intelligenz. Chris ist der einzige Charakter in das Stück, das schaut aus, wie er im Privat auch ausschaut. Ich verstehe nicht. Schauer, Grauen, jede Menge Humor und Lust bleiben. Der unvoreingenommene Blick des britischen Regie-Shooting-Stars Sam Bundrock soll die Bühnenshow von der bekannten Filmvorlage lösen und den Weg in die Zukunft ebnen. O'Briens Segen ist ihm dabei sicher. Ich finde es grundsätzlich richtig, diese legendäre Darstellung zu hinterfragen und sie nicht hinzunehmen, als wäre das die einzig richtige Interpretation. Wir gehen sehr umsichtig mit der Inszenierung um. Es wird ja keine radikal veränderte Show. Wir greifen auf das zurück, was Richard O'Brien ursprünglich beabsichtigte. Gott sei Dank können wir ihn das noch persönlich fragen, anstatt die Filmvorlage auf die Bühne zu bringen. The Rocky Horror Picture Show zählt zu den wesentlichen Kultfilmen der Filmgeschichte, der das 150-fache seiner Produktionskosten eingespielt hat. Die Fans kommen in Maske und Kostüm in die Mitternachtsvorstellungen und liefern für das restliche Publikum die totale Show. An dieser Besonderheit hat sich seit 35 Jahren nichts geändert. Enthusiastisch beteiligt sich das Publikum an der Handlung auf Leinwand und Bühne. How do you do? I see you've met my faithful handyman. Der Brite und Wahlwiener Rob Morton Fowler als Frankenfurter spielt den dämonischen Transvestiten im Marlene Dietrich-Look. Statt schwarz gelockt wie Tim Curry tritt Fowler als blonder Vamp auf. Tim Curry ist ein Genie. Und wenn man eine Genie anfängt nachzumachen, wird man immer in seine Schatten sein. Ich bin ein Riesenfan von Freddie Mercury. Und
er ist für mich der lebendige Frankenfurter. Oh, war er. Weil er diese exzentrische Flair hat und Star-Qualität. In just 7 days I can make you a man. Seit mehr als 3 Jahrzehnten begeistert das Kultstück mit unvermindertem Erfolg. Die treuen Fans erheben jedes Theater zum Tempel, die Darsteller zu ihren Idolen. Die hießen 1984 im Wiener Schauspielhaus Göbel und Schleier. Die Publikumsreaktionen waren enorm. Die Menschen haben entdeckt, das ist etwas, wo wir nicht stillsitzen müssen. Das ist unser Theater, Mitmachtheater. Es war also immer Silvester. Während der Vorstellungen und nach den Vorstellungen ist ja überhaupt die wahre Orgie erst abgegangen. Janet! Janet! Dr. Scott! Janet! Rocky! Janet! Dr. Scott! 1, 2, 3 from the Daisy Buzz, go! Die Rocky Horror Show ist und bleibt, egal ob alt oder neu, ein unterhaltsames Spektakel, eine Party, bei der jeder willkommen ist. Gelegenheit für Fans, wenigstens im Äußeren anders zu sein und Spießertum zu kritisieren. Rocky Horror hat mit seiner Langlebigkeit den mittlerweile 66-jährigen O'Brien finanziell unabhängig gemacht und so ist für ihn jede Party ein Spektakel ohne gesellschaftliche Zwänge. Unlängst war ich auf einer Party, auf der auch Tony Blair eingeladen war. Schrecklich. Ich habe mein kleines Schwarzes getragen mit Stöckelschuhen. Es war eine vornehme Party mit vielen hochrangigen Persönlichkeiten. Sherry Blair kam auf mich zu und meinte, dass sie mein Kleid mit dem tiefen Ausschnitt von hinten betrachtet etwas provokant findet. Sie musterte mich eine Minute und ich sagte, ich könne ja meine Träger aufmachen und es vorne runterziehen, aber dann fallen mir meine Brüste raus. Und sie sagte, Leave us alone. Die Party geht also weiter. Ab 27. November startet die Rocky Horror Show im Wiener Museumsquartier. Gesungen wird auf Englisch, aber ein Erzähler führt auf Deutsch durch das Stück. Rocky Horror Legende Alexander Göbel und Chris Lohner wechseln einander dabei ab.